Kannst du den ein bisschen vorschieben? So, Google sagt, wir sollen hier fahren. Also ich fahre da auf keinen Fall weiter. Jetzt hoffen wir, dass keiner entgegenkommt. Aber mit dem richtigen Auto war es eine sehr schöne Abfahrt, aber nur mit einem Jeep für solche Fälle. Ach du Scheiße. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute werden wir den wunderschönen Platz im Süden von Peloponnes Richtung Norden verlassen. Das Ziel ist eine buddhistische Stätte in den Bergen von Peloponnes. Außerdem wollen wir während der Fahrt unser Grauwasser loswerden. Nun heißt es, Blecki fahrfertig zu machen. Weil es bis jetzt immer sehr sonnig war, habe ich noch gar nicht meinen Solarkoffer und die Solartasche verwenden müssen, sondern ich lade also die Bordbatterie und diese Powerstation mit dem Solarpanel auf dem Dach. Da stecke ich hier aus und stecke dann hier die Powerstation einfach an. Das klappt wunderbar. Ja, wir sind jetzt auf der Autobahn, Parkplatz mit WC, das heißt für uns Grauwasser entsorgen. Und erstmal schräg stellen. Genau, wir fahren jetzt wieder auf die Keile drauf, damit es schneller abläuft. Ja, es ist tatsächlich Autobahn. Ah, jetzt kommt mein Auto. Kannst du den ein bisschen vorschieben? Den Keil. Ja. So, Google sagt, wir sollen hier fahren. Also ich fahre da auf keinen Fall weiter. Da müssen wir irgendwie eine andere Strecke jetzt finden. Also hier wird schon sehr eng. Dann ist da schon so Mulde drin, ausgewaschen. Und es kommt auf der Kamera jetzt nicht rüber, aber schon relativ steil. Und vor allem, da kann man wahrscheinlich fast nirgends umdrehen. Und wenn ich jetzt da weiterfahre, hier, und komme da irgendwie da drüber, das ist schon verdammt eng, das würde ich mir jetzt gar nicht zutrauen. Aber wenn ich mit dem einen Reifen jetzt da drin bin, nein, danke. Und dann müsste ich das rückwärts hochfahren und da durchfahren, nein. Also, wir drehen jetzt um und müssen eine andere Route suchen. Also Google ist manchmal wirklich komisch. Und so eine Route vorzuschlagen. Oder es geht kein anderer Weg hin, das glaube ich aber nicht. Da fahren ja immer viele Menschen hin zu dem Zentrum. Da sieht es dann besser aus, aber ich traue mir das nicht zu. Das ist mir zu tricky. Da habe ich keine Lust, dass ich dann irgendwo feststecke, komme nicht mehr vor oder zurück. Ich muss jetzt sowieso da das Stück rückwärts fahren. Das wird jetzt auch kein so großer Spaß, aber das geht noch, weil es da noch breiter ist. Für das Erlebnis eine andere Route gewählt, aber mit dem richtigen Auto war es eine sehr schöne Abfahrt, aber nur mit einem Jeep für solche Fälle. Ach du Scheiße. Ja. Also wie gesagt, dann gehe ich halt zu Fuß mal hoch. Oder mit dem Fahrrad oder so. Schau mal einfach. Ja, aber hier, guck mal, hier ist dann neu geteert.
dem Bergdorf. Jetzt hoffen wir, dass keiner entgegenkommt. Das ist so ein richtiger Hirtehund. Ja. Ja, unser Übernachtungsplatz für heute. Wir sind ziemlich K.O. Das war eine sehr anstrengende Fahrt. So wie es ausschaut, können wir da nicht drauf fahren zu dem buddhistischen Zentrum. Das ist eigentlich der Wahnsinn, wie Google uns leiten wollte. Erstmal den Schotterweg, der immer enger wurde mit Löchern. Ihr habt es gesehen auf dem Video. Ja, und die Alternativroute, die scheint auch nicht viel besser zu sein. Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, die wir gesehen haben, dass es noch so eine Nebenstraße gibt. Ein Stück wenigstens, damit wir das ewig steile nicht rauffahren müssen. Und da müssen wir jetzt schauen, wie die ist, ob die gut ist, die Straße. Ansonsten packen wir morgen einen Rucksack und wandern rauf. So ist jetzt der Plan. Und wir sind hier mitten in der Natur. Ein Bauer war vorher da, der hat gemäht zwischen den, ja, das ist ein Wein, der da angebaut wird. Dann hat er irgendwas zu uns gesagt, dann haben wir erst gedacht, na, der schickt uns jetzt weg oder so. Aber dann hat er so das Trinkzeichen gemacht, ob wir einen Wein abkaufen wollen. So habe ich jetzt vernommen. So. Und hier ist so eine schöne Vegetation, es ist der Wahnsinn. Und jetzt blüht auch so viel. Alles so schön grün. Es wäre interessant, wie das im Sommer hier ausschaut. Ob es jetzt da doch immer wieder mal regnet. Ich denke schon, weil es halt hohe Berge sind. Da halten sich dann doch die Wolken besser und regnen dann ab. Auf jeden Fall fantastisch die Natur hier. Ich bin total begeistert von Peloponnes. Jetzt im Landesinneren, das haben wir ja davor gar nicht so gesehen, oder gar nicht eigentlich, nur Autobahn. Und wir sind die Autobahn halt runter, so, ich weiß nicht, wie viel Kilometer. Und die Anja hat dann die Alternativroute ohne Autobahn ausgesucht und so schöne Täler, so eine schöne Landschaft, ein Traum. Ja, wir machen uns jetzt was zum Essen, die Anja ist schon dabei. Und morgen geht's dann einen Berg rauf. Entweder mit Blecki noch ein Stück oder komplett zu Fuß. So, uns wollte Google heute hier, dass wir hier so ganz steil rauffahren und dann hier weiter. Wenn man sich das jetzt anschaut näher, das ist ein Feldweg. Steil und wahrscheinlich mit Löcher und allem, was wir heute schon mal gehabt haben, das kann man vergessen. Mit unserem Camper. Und ich frage mich, warum Google das macht, denn hier gibt es eine Parallelstraße, so, und die sieht normal aus. Und die kreuzt dann diesen Feldweg. Hier. Wir versuchen morgen diese Straße zu fahren und hier weiter, weiter. So, so. Bis dahin und dann wird das Ganze nämlich wieder ein Feldweg. Das scheint eine normale Straße zu sein und da, wenn man das sich anschaut, da können wir uns wahrscheinlich dann hinstellen. Und den Rest gehen wir dann zu Fuß und das ist dann auch gar nicht mehr weit. Das probieren wir morgen. Hoffentlich haben wir Glück. Und glaubst du, dass das morgen so funktioniert? Sie sagt jetzt wenig, weil sie so müde ist. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Jetzt haben wir den Grund. Die Straße ist falsch eingezeichnet worden. Der Feldweg ist als breite Straße eingezeichnet, oder relativ breit. Und die normale Straße, auf dem Satellitenbild zumindest, ist als schmale Straße oder als Feldweg eingezeichnet. Und deswegen hat uns Google auch falsch geführt. Genau, und für Google kam ja die Straße hier überhaupt nicht in Frage. Überhaupt nicht, genau. Ja, also wir haben das eigentlich dann nur gesehen, weil wir jetzt mal nachgeforscht haben, wie sieht's denn tatsächlich aus, ja, also indem wir den normalen Street View genommen haben. Und da ist es eben genau umgekehrt. Ja. Da ist das die große und das die kleine. Und hier wissen wir ja, dass die eng ist und steil ist und
Ja, also haben wir morgen vielleicht doch eine gute Chance, noch einiges mit dem Auto zurückzulegen. Genau. Wie ihr hört, ist jetzt die Tanja auch wieder aufgetaut und aufgewacht. Was wolltest du machen? Satellit weg. Kannst doch anhalten. Du musst nur anhalten und das in Ruhe machen. Das war auch. So, jetzt kommen wir dann gleich in die Ortschaft. Ah, jetzt hat er gleich wieder auf die andere Straße gewechselt. Genau, aber ich sag ja Bescheid. Dann bleiben wir. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Das machen wir nicht. Wir bleiben dann geradeaus. Rechts abbiegen. Nein, wir bleiben geradeaus. Ja, aber so ist das mit Google, ne? Ich glaube, ein Stück können wir noch fahren. Genau. Hast du das jetzt auch drin? Ich hab jetzt zwei, wo wir jetzt hier dann weg müssen. Okay. Ja, mein Schatz, das wolltest du mit dem Fahrrad drauf fahren. Schieben. Ja. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig, wo wir alle. Wo wir überall rumfahren. Ah, jetzt, schau, jetzt geht's los. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Okay, ich glaube hier. Was? Hier endet unsere Fahrt. Hier fing das jetzt richtig an. Ja, da schau. Bleib mal hier stehen. Der Reihe, bleib mal ja, hier stehen. Ja, da fahre ich jetzt rückwärts rein. Da fahre ich jetzt rückwärts rein. Oder soll man noch ein Stück fahren? Nee. Das ist sehr steil. Nee. So, das letzte Stück gehen wir jetzt zu Fuß rauf. Hier ist es schon. Also mit dem Blecki hier rauffahren wäre unmöglich. Mit dem Allrad wird es wahrscheinlich gehen. Obwohl, es ist schon steil. Aber es ist ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr weit zu gehen. Unser Morgenspaziergang tut uns auch gut. So, wir haben es geschafft. Einmal kurz verlaufen. Jetzt sind wir oben. Das ist natürlich ein Idyll da oben. Das ist ja Wahnsinn. So schön. Wie gefällt es dir hier? Ja, schön. Also die 1200 oder knapp 1300 Meter hier oben sieht man schon sehr. In der ganzen Aussicht. Definitiv. Es ist schön ruhig hier. Ja. Das wird unser Übernachtungsplatz für heute Nacht. Wir stehen hier ganz allein in der Nähe vom buddhistischen Zentrum. Oben auf dem Berg, 1150 Meter hoch, hier in Griechenland, Peloponnes. Das kann man doch lassen, oder? Aber der Anfahrtsweg war wirklich abenteuerlich und schon auch irgendwie nervenaufreibend. Aber Blecki hat es raufgeschafft. Google hat hier keine guten Dienste geleistet. Menschen gibt es hier praktisch so gut wie keine. Hier in dem Zentrum oben sind halt einige Menschen Buddhisten. Aber ansonsten ganz alleine, hier in der Natur, ein Traum. Man hört keine Autos, nichts. Man hört die Vögel zwitschern. Man kann hier einfach die Natur genießen. Hier stehen dann so zwei verlassene Gebäude. Also da hat wohl wirklich mal jemand gewohnt. Und diese Aussicht, Wahnsinn.
gehen jetzt da einfach mal rein. Kamin, das ist die Küche, die wir von außen angeschaut haben. Das Bad mit Toilette, sogar Badewanne. Wohnstube mit einer Wahnsinnsaussicht. Das ist ja echt der Hammer. Das war unsere abenteuerliche Anfahrt rauf zum Berg. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao.